So, frisch ausgeruht. Schauen wir doch mal weiter. Also, da war dieses garstige Bienending. Fluchttrieb. Ja, genau so. Geprügelt. Und der eine war schon total angeschlagen. Die sind echt garstig, die Biester. Eiserner Drachenschlüssel. Das klingt doch okay. Und da wären wir von der Seite auch reingekommen. Was soll denn das? Muss ich das jetzt verstehen? Ha. Oh. Ah, okay, da ist ein Stein, der uns glücklicherweise nicht getroffen hat. Ha. Er scheint einen recht langen Weg zu haben, weil er ist immer noch nicht da. WTF, der Stein kam aus der Truhe? Oh, Teleporter. Wo der erste Würfel liegt, muss der zweite zur Anwendung kommen. Das war der Stein. Und, ist das jetzt der erste Fund oder der zweite? Wir hatten ja schon mal einen Würfel gefunden und direkt daneben so eine Statue. Also, zweiter? Fragezeichen? Da wird man noch kein Fragezeichen schreiben können. Hey. Was ist denn jetzt los? Ich muss mal kurz einen Cut machen. Irgendwie spinnt Dustbox gerade. So, anscheinend geht's jetzt wieder. Wir wurden schon zweimal von einem Stein getroffen währenddessen. Okay, also. Und ich kann wieder keine Markierung setzen. Das ist jetzt ärgerlich. Na gut, wir merken uns einfach, dass hier hinter den ganzen Teleportern das zweite Gesicht war und der zweite Würfel. Und weg hier, bevor der Stein kommt. Und weg, bevor der Stein kommt, genau. Schön, das hätten wir also auch. Also, Heilung. Ganz schnelle Heilung. Und dann gucken wir uns mal die nächsten Räume an. Aber das mit diesem da, wo der erste Würfel liegt, muss der zweite zur Anwendung kommen, finde ich komisch. Denn wir hätten auch vorher hierher kommen können. Und da sind dicke Füße. Und wieder ein Rätsel bestimmt irgendwo. Schauen wir mal. Hier haben wir Steine. Und Steine und Steine und Ketten und noch mehr Steine. Sehr viele Steine. Wird das ein Steinrätsel? Auch nicht schlecht.
können wir dich zu den Steinen locken. Komm mal her. Und dein Freund kann auch ruhig kommen. Oh, ganz viele Freunde. So, komm her. Ich sagte, komm her. Ausgetrickst von einem Schwarm Bienen. Nö, die wollen nicht herkommen. Oh, da ist ein Stein. Aber der läuft nur da hinten hin und her. Und da kommen wir nicht hin, weil die Bienen den Weg blockieren. Wir sollten nicht von beiden Seiten von ihnen eingeschlossen werden. Schade. Sonst hätten sie da hinten in den Stein locken können, dann wären sie schneller gestorben. Aber jetzt können wir in Ruhe den Feuerzauber ausprobieren. Gucken, wie viel der bringt. Also der hier müsste fast voll sein. Er kann schon mal nicht angreifen währenddessen, das ist gut. Fast gar nichts. Das ist ja doof. Oh, wir wurden von beiden Seiten angegriffen. Das ist schon mal gar nicht gut. Und unser Mana geht runter, wie nix. Aber okay, wir haben auch recht viel verschwendet für den einen Angriffszauber. Das sollten wir echt lassen. Selbst wenn wir Gegner finden, die danach schreien, von bestimmten Zaubern angegriffen werden zu können, oder mehr Schaden von denen zu bekommen, sollten wir nicht unsere Zauber benutzen. Denn wir haben einfach viel zu wenig Skills erstmal drin, also Skillpunkte gesetzt. Und unser Magieattribut ist auch viel zu niedrig. Da bringt es eher was, ein, zwei Mal draufzuschlagen. Auch wenn sie dagegen nicht empfindlich sind oder nicht so empfindlich sind wie gegen den Zauber, als wenn wir dann unser Mana verschwenden, das wir eigentlich nur für Heilzauber brauchen. So, du bist noch halb voll, das ist nicht gut. Aber apropos Skillpunkte, können wir auch gleich mal schauen, ob wir nicht vielleicht inzwischen wieder ein Waffenlevel haben oder Zauberlevel. Und kein Waffenlevel, aber zwei Zauberlevel. Huh. Wir sollten denn eigentlich mal zwischendurch kurz rausgehen. Vielleicht könnten wir dann die Fleischmagie auf Maximum bringen. Vielleicht gibt es denn hier irgendwie einen Bonuszauber. Die Zauber machen noch mehr oder... Weiß man ja alles nicht. Ja, mal schauen, was mit den ganzen Blöcken und den rollenden Steinen auf sich hat. Denn in den beiden anderen Ebenen über uns war ja jeweils ein Teleporter-Rätsel gewesen, mit dem man die Anti-Magie-Fallen wegbekommen hatte. Hier scheint das nicht der Fall zu sein. Außer die Blöcke und Steine sind für irgendwas ganz anderes da. Oder einfach nur Ablenkung, Schrägstrich, Todesfalle. Na, wirst du wohl bald mal sterben? Wir müssen uns schon wieder heilen, das ist ja gar nicht gut. Jetzt haben wir nicht mehr genug für einen Zauber. Ja, ein Altar wäre ganz schick. Also so ein Magie-Altar. Weil der Heilaltar, da haben wir jetzt nur noch zwei goldene Symbole, was schon komisch ist. Na, wollt ihr nicht herkommen? Oh, wir haben jetzt auch so ein Wurfdingens. Das machen wir doch gleich mal. Vielleicht ist es ja auch so ein Zurückkehrender. Nein, ist es nicht. Schade, sonst hätten wir die immer anpingen können und wieder zurück und anpingen und wieder zurück. Was machen wir denn jetzt? Immer vor, einmal schlagen, zurück? Ne, es geht nicht, dann haut der Stein uns von der Seite ein rein. Ha. Wir schaffen es wahrscheinlich auch nicht, da reinzugehen, den Schalter zu drücken und wieder zurück, ohne dass es der Stein zerquetscht. Das ist jetzt ja komisch, aber wir können den Block da oben mal benutzen. Das heißt, wir schieben jetzt den Block vor den Stein. Und zwar ein weiter links, also da. Den können wir wenigstens in Ruhe den Schalter drücken. Mit etwas Glück geht er noch so ein Bienending einen Schritt weiter nach vorne. Und wird dann von dem Stein überrollt. Aber das wäre nur ein Bonus. Eigentlich will ich jetzt nur den Schalter drücken. Und wir können ihn da nicht hinschieben? Ah doch, so. Jetzt ganz schnell. Ah, selbst das hat nicht gereicht. Was hat der Schalter jetzt gebracht? Oh, nichts, was wir sehen könnten.
das nicht viel ist. So, Schild in die Hand. Das da unten lasse ich jetzt erstmal in Ruhe, weil ich habe keine Lust, gegen die Bienenmenschen zu kämpfen, während mir durchgehend ein Stein in die Seite hämmert. Das muss nicht unbedingt sein. Also gucken wir erstmal da oben. Das kleine Gebiet, wo wir noch nicht waren. Da ist schon mal nichts. Aber die Beine sind nicht mehr geschützt durch dieses Magiedingens. Das ist doch super. Das war jetzt mal richtig einfach. Also wir mussten einfach nur durch die Steine durchkommen. Das war das ganze Rätsel für diese Etage. Das ist doch auch mal schick. So. Du bist jetzt zwar klein, aber siehst trotzdem ein bisschen komisch proportioniert aus. Aber sei es drum. Sprechen wir ihn mal an. Wir können ihn nicht mehr ansprechen? Ah doch. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ich bin frei. Es war nicht so leicht, wie es anfangs erschien. An eurer Stelle würde ich mich so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Das werde ich. Wohin euer Weg auch führt, ich wünsche euch Glück. Seht mich an. Ich habe wieder meine richtige Größe. Und ihr blockiert nicht länger den Weg. Der Weg ist für euch frei. Dieses Grinsen zwischendurch von ihm finde ich mehr cool. Mein Weg ist klar. Ich hoffe, dies trifft auch auf den euren zu. Ein Weg in die Sicherheit. Ich bin nicht an Sicherheit interessiert. Wenn ich es zurückschaffe, werde ich mich dem Heer von Tempest anschließen. Viel Glück und lebt wohl. So, wir haben seine Handschellen bekommen. Eiserne Fessel. Oh, das wird wahrscheinlich auch wieder ein Gegenstand sein, den wir brauchen, um die Truhe herzustellen. Kommt einfach mal hier rein. Und bei Zeiten sollten wir uns das Tagebuch nochmal durchlesen, was jetzt genau wir noch alles brauchen. Aber über die wichtigsten Sachen werden wir wahrscheinlich so oder so stolpern. Da sind die Spiele meistens schon recht einfach konzipiert. So, noch ein Schlüssel und das war's. Lauter Druckplatten und keine rollenden Steine. Dafür jede Menge Türen. Türen ohne Schlüssellöcher. Ah, das laute Feuer. Na gut, es sind wirklich viele Türen. Und ich höre Bienen im Hintergrund. Huh. Können wir da was dran vorbeiwerfen? Haben wir noch einen kleinen Stein? Nee, aber einen Bolzen. Und nee, können wir nicht. Oh, na gut, dann müssen wir wohl die Druckplatten da hinten in der richtigen Reihenfolge drücken. Sieht alles zu aus. Sieht alles offen aus. Und wenn ich jetzt darauf tritt... Hä? Warum sind die beiden jetzt wieder zu? Die vier zu? Und alle zu. Na gut, das scheint wohl irgendwie zeitgesichert zu sein, aber wir bleiben einfach in der Tür stehen. Wie wir wissen, können die Türen hier in dem Spiel uns nicht zerquetschen. Das heißt, wir halten einfach die Tür so offen. Auch wenn da jetzt drei oder vier von diesen Bienendingern hintereinander kommen, werden wir uns wohl doch zwischendurch zurückziehen müssen. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie es geht. So, Stock in die Hand. Und Heilung. So. Oh, das war ein ganz schlechter Heilzauber. Ja, das könnten wir eigentlich auch noch machen. Also kurz rausflitzen und unsere Magiepunkte setzen. Aber wir sind jetzt im zweiten Untergeschoss. Das dauert doch ein bisschen lange. Ja? Und so wie es den Anschein hat, sind wir hier auch bald fertig. Also jetzt, wo wir bei dem letzten Riesenteil durch sind, dürfte ja eigentlich nicht mehr allzu viel kommen. So, wie viel hast du noch? Dich schaffen wir noch. Aber dein Kumpel nicht mehr. Dann machen wir gleich mal einen Schritt nach hinten und gucken, ob die Tür zugeht oder nicht. Und wenn ja, dann müssen wir halt einfach die Druckplatten her in der richtigen Reihenfolge wieder drücken. So, wir verpieseln uns jetzt hier in die Ecke. Ganz in die Ecke. Speichern ab. Schon wieder auf 33, das ist eigentlich nicht gut. Aber na gut, und wir sehen uns gleich wieder.